zusammen. Hallo nach draußen hier aus Karlsruhe. Wir sind heute, beginnen mit dem zweiten Teil oder dem zweiten Vortrag unserer Vortragsreihe der Karlsruher Architekturgespräche, Ars et Architectura. Wir sind ja Teil dieser Vortragsreihe der Karlsruher Architekturgespräche nun als zweiter Teil, nachdem vor Weihnachten die Studierenden mit der Skizzenwerkreihe den ersten Teil gestartet hatten, folgen wir jetzt mit 5 weiteren Vorträgen. Kurze Vorstellung vielleicht, mein Name ist Lisa Schneider, ich bin Mitarbeiterin am Fachgebiet Gebäudelehre, das mein Bad Morga leitet. Wir haben die Vortragsreihe organisiert, gemeinsam mit der Professur Baukonstruktion, geleitet von Ludwig Wappner und mitorganisiert von Peter Hoffmann. Vorab auch ein kleiner Dank, ganz besonderer Dank, dass unsere Vortragsreihe hier in dem Rahmen stattfinden kann, wofür wir den Dank einigen Sponsoren aussprechen möchten, vorab unserer Fakultät, die uns auch den schönen Raum hier heute zur Verfügung stellt und die Reihe auch finanziell mit unterstützt, genauso wie die Unterstützung der Wüstenrot-Stiftung und der Stoß-Stiftung. Ohne die Reihe auch in dem Rahmen so nicht möglich wäre. Vielen Dank. Ja, bevor wir übergehen zu unseren Gästen, vielleicht noch ein paar Worte zum Titel unserer Reihe oder zum Thema der Reihe. Wir möchten mit dem Wort Ars gerne den Blick auf das Handwerkliche lenken, auf die Kunstfertigkeit in der Architektur und sicher auch so die verschiedenen Methoden, die uns zur Verfügung stehen. Und besonders interessiert uns dabei natürlich der unterschiedliche Blick, mit dem die doch auch unterschiedlich arbeitenden Büros und Architekten, die wir zu unseren Vorträgen eingeladen haben, an diese Sache rangehen. Wir möchten den Blick auf das Sinnliche werfen, auf das Materielle in der Architektur, auf das Handwerkliche und den Umgang mit dem Material, das diese Architektur prägt. Ja, ich glaube, jetzt darf ich übergeben noch so ein paar Worte zu unseren Gästen, bevor wir dann starten. Ganz kurz mache ich es passend zum handwerklichen Thema. Bei unserer Vortragsreihe haben wir heute ein Büro zu Gast aus einer Region, in der das Handwerk eine ganz besondere Rolle immer noch spielt. Die Tradition gepflegt wird in Vorarlberg, genauer gesagt im Bregenzer Wald. Und wir freuen uns, dass uns heute Abend Markus Singer und Sven Matt aus dem Bregenzer Wald zugeschaltet sind. Beide Jahre 1980, stammen ursprünglich aus dem Bregenzer Wald, kennen sich bereits aus der Schulzeit, haben aber unterschiedliche Ausbildungswege genommen. Markus wurde vom Nachbarn aus Kaleo Kaufmann inspiriert, studierte unter anderem bei Sarah Dietsch an der Angewandten in Wien und an der UCLA. 2002 bis 2008 Mitarbeit bei eben erwähnten Oskar Leo Kaufmann, im Anschluss dann selbstständige Arbeiten und Kooperationen unter anderem mit Sven Matt. Sven studierte in Innsbruck und später ebenfalls in Wien, allerdings dort an der TU, arbeitete während des Studiums bei Dietmar Feitinger nach dem Studium von 2004 bis 2012 bei Bernardo Bader. Im Jahr 2012 gründeten die beiden dann ihr Büro in Wesau. Während die meisten Vorarlberger Architekturbüros eher im Rheintal beheimatet sind und Bregenz und Dornbirn, haben sich die beiden ganz bewusst entschieden, sich eben im Jahr 2012 im abgelegenen Bregenzer Wald selbstständig zu machen, in der Heimat. Und inspiriert von dieser wunderbaren Umgebung und der Vorarlberger Bautradition sind in den letzten 8 Jahren sehr viele beeindruckende und unaufgeregt schöne, sehr sorgfältig detaillierte Arbeiten entstanden, die uns die beiden
heute Abend bestimmt vorstellen und uns die Eindrücke geben. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Danke für die einleitenden Worte. Danke für die Einladung. Wir wären natürlich auch gerne nach Karlsruhe gekommen. In Zeiten wie diesen will man ja wieder mal raus, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Ja, ich habe den Sven auch mitgebracht zum Vortrag. Und ja, wir glauben, es ist irgendwie besser, wenn man zu zweit reinredet. Und ja, es ist, ja, ist, glaube ich, für die Zuhörer auch interessant. Also, ja, das wäre es eigentlich schon. Ich glaube, wir starten dann gleich mit dem Vortrag. Ja, von meiner Seite nochmal danke für die Einladung. Ich habe mich entschlossen, den Markus heute zu unterstützen, damit er nicht alleine in unserer Modellbaukammer stehen muss. Und ja, dann fangen wir mal an. Also, jetzt muss ich noch schauen, das muss ich noch wegklicken. So, da, jetzt. Ja, also wir stammen beide aus dem Brinkzer Wald. Der Markus aus Bezau, ich aus Mellau. Zwei Dörfer, 5 Minuten auseinander. Kennen uns seit Jugendtagen. Wir haben in unserer Jugend um dieselben Mädels konkurriert und uns dann irgendwann auch beide eigentlich separat voneinander dazu entschlossen, Architektur zu studieren. Da haben sich unsere Wege dann irgendwo ein bisschen getrennt. Und durch Zufall sind wir dann wieder aufeinander gestoßen, als wir beide auch durch Zufall eigentlich wieder zurück in den Brinkzer Wald gekehrt sind. Zufall deswegen, das war eigentlich von uns beiden nicht geplant, dass wir wieder zurückkehren. Das hatte private wie auch berufliche Gründe. Haben dann zuerst auch in Büros gearbeitet, also auch Erfahrungen gesammelt und dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo wir uns jeder auch separat quasi entschlossen haben, uns selbstständig zu machen und dann durch Zufall wieder zueinander gekommen. Der Brinkzer Wald für uns als Lebensort spielt natürlich auch in unserer Arbeit eine ganz wesentliche Rolle. Es gibt eine sehr hohe, sage ich mal, Affinität, was die Baukultur betrifft. Es ist für ein junges Büro, glaube ich, fast einfacher als vielleicht in anderen Regionen Fuß zu fassen. Und für uns war eigentlich so eine grundsätzliche Entscheidung, nachdem wir uns gedacht haben, wir machen uns selbstständig, wo lassen wir uns nieder? Die Entscheidung wurde uns dann irgendwo genommen, indem wir uns eigentlich für einen Standort entscheiden durften, der für uns heute immer noch eine wesentliche Rolle spielt. Also wir sind in Bezau, eine kleine Gemeinde im hinteren Brinkzer Wald mit ca. 2000 Einwohnern. Üblicherweise, wie schon erwähnt, zur Einleitung befinden sich ja die meisten Vorarlberger Architekturbüros im Rheintal. Für uns der Grund, dass wir nach Bezau gezogen sind mit unserem Büro, war einerseits natürlich die örtliche Nähe, also auch zu unseren jeweiligen Lebensmittelpunkten, aber auch, dass unser Atelier oder unser Büro, also wir haben 2012 unser Büro gegründet, hatten die Möglichkeit, ein ehemaliges Fotostudio zu beziehen. Dank guter Connections von Markus' Großmutter, die eine gute Freundin der ehemaligen Besitzerin des Fotostudios war, hatten wir die Möglichkeit, das Studio stand vorher 20 Jahre leer. Die Besitzerin hatte kein großes Interesse daran, das Studio zu vermieten, da sie eigentlich nicht wollte, dass etwas räumlich daran verändert wird. Wir hatten dann einen Nachmittag im Winter, so wie heute ungefähr, in dem wir mit viel Apfelstrudel und Schnaps beweisen konnten, dass wir sympathisch sind und nichts machen, was uns auch in unserem Sinne war, in diesem Fotostudio. Da sich bei diesem Fotostudio um das Erstlingswerk des Architekten Leopold Kaufmann handelt, der mittlerweile auch schon verstorben ist vor 2 Jahren, der hier in der Region eigentlich als Mitbegründer des modernen Holzbaus genannt werden kann. Das Fotostudio, das wir auf diesem Bild sehen, hat auf unsere Arbeit deswegen einen großen Einfluss, weil es für uns ein schönes Beispiel ist,
wie Nachhaltigkeit auch abseits von Energiekennzahlen funktionieren kann. Also es gibt auch eine gestalterische Nachhaltigkeit. Das Studio wurde 1963 erbaut. Dass es ein Erstlingswerk ist, ist in allen Ecken und Details zu sehen. Man spürt es auch in der Atmosphäre. Also das Studio steht nach über 60 Jahren eigentlich immer noch so da wie am ersten Tag. Natürlich technisch nicht mehr vielleicht ganz auf Stand. Die Fenster sind kaputt auf der Nordseite. Im Winter ist es kalt, so wie heute vielleicht. Im Sommer regnet es ab und zu rein. Aber dennoch ist es ein Raum, den man, der erstens eine sehr dichte Atmosphäre ausstrahlt, die man für alle möglichen Zwecke verwenden kann. Ein zweiter Punkt ist unsere Nähe auch zum Dorf. Also wir sitzen da, kann man sagen, fast mittendrin in diesem kleinen Dorf mit ca. 2000 Einwohnern. Ein Umfeld, das für unsere Arbeit sehr viele Vorteile hat. Das Handwerk spielt in der Region eine sehr große Rolle. Und ich würde sagen, in Fuß- oder Gehwegnähe befinden sich mehrere Betriebe aus allen Bereichen des Handwerks, die eine sehr hohe Qualität liefern können und mit denen wir einen sehr engen Kontakt pflegen. Auch die Lage unseres Fotostudios im Dorfraum mit einem großen Schaufenster in die Straße hinaus zwingt einen fast dazu, irgendwo am Dorfleben teilzunehmen. Wir sitzen dann ab und zu auch abends draußen, trinken ein Bier und dann kommt ein Handwerker vorbei, dem man auch eines anbietet und dann kann man das eine oder andere Detail noch miteinander auf kurzem Wege besprechen. Und das ist eigentlich das, was uns in der Arbeit hier in der Region eigentlich sehr gut gefällt, ist das gesprochene Wort, zählt noch sehr viel im Vergleich zum üblichen Weg, den man vielleicht sonst kennt. Es ist ein sehr unkomplizierter und direkter Weg, um zu arbeiten. Kurzer Abriss, was ist von Anfang bis jetzt ungefähr passiert? Nur um zu sehen, wo wir herkommen. Der Markus hat in Wien an der Angewandten studiert, in der Meisterklasse Sahadit. Man sieht hier sein Diplom, das sich leicht von dem unterscheidet, was wir heute machen. Ich sage dann gern oft, dass die Saha wird sich im Grab umdrehen, wenn sie wüsste, was ihr kleiner Schüler Markus für eine Kuhstelle macht heutzutage. Aber ich glaube, die Weiterentwicklung ist in die richtige Richtung gegangen. Da sehen wir jetzt noch mein Diplom, da ist die Sachlage ähnlich gelagert. Also, und auch an der TU war der Trend in die Richtung zu der Zeit. Die Zeichen der Zeit von damals. Ich glaube, unsere Haltung hat sich maßgeblich geändert, als wir wieder zurückgekommen sind. Also zurück nach Vorarlberg, in einem Umfeld, das, sage ich, irgendwo auch von der Praxis geprägt ist, wo man auch beginnt, sich zu hinterfragen, auch in den Haltungen, die man jetzt vielleicht eher aus dem universitären Umfeld zuerst mitgenommen hat, die dann mit der Praxis quasi konfrontiert werden und das eine oder andere vielleicht dann auch nicht so viel Relevanz hat, wie man dann vielleicht gemeint hat. Wir haben dann 2009, also auch parallel zur Arbeit schon, also der Markus hat beim Oskar Leo Kaufmann und beim Frick dann gearbeitet, ich habe beim Bernardo Bader angefangen, war da aber auch in dem Studium schon und während der Arbeit schon, wie es bei uns eigentlich sehr viele machen, gab es dann so kleinere Projekte für Familie, wie es bei mir war, das Haus für Mutter, das wir links sehen. Und das ist meine ersten Projekte und der Markus hat direkt nach dem Studium eigentlich einen Wettbewerb gewonnen für das Bergrestaurant am Bezau, das er dann gemeinsam mit dem Architekten Bernd Frick umsetzen konnte. Also direkt ins kalte Wasser gesprungen davon. Ja, 2011 kam für uns beide eigentlich der große Umbruch. Das war auch nicht so geplant, also reiner Zufall. Also wir haben beide 2011 unsere ersten Kinder bekommen. Und dann interessanterweise die weiteren Kinder, die dann gekommen sind, waren fast alle die vom gleichen Jahrgang, mit dem einzigen Unterschied, dass der Markus Mädchen hat und ich habe Buben. Und ich bin dann ein bisschen ausgeschert und habe dann noch einen dritten nachgelegt. Das war dann aber nicht ausgemacht. Jedenfalls, ja, eine große Wende im Leben. Und
auch natürlich Zeit nachzudenken, was man weitermachen will. Und für uns beide irgendwo dieser Punkt, an dem wir gedacht haben, jetzt probieren wir es einfach selber mal. 2012, wie gesagt, Bürogründung, von den Projekten her, mit denen wir uns seit damals beschäftigen, würde ich sagen, so das Spektrum ist eigentlich immer noch gleich. Also große, kleine, mittlere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Häuser, Einfamilienhäuser in Vorarlberg nach wie vor eigentlich eine dominierende Aufgabe. Jetzt vielleicht so nach unserem aktuellen Büroumfeld, würde ich sagen, geht es eher zurück. Aber in den letzten Jahren natürlich auch eine Aufgabe, die wir sehr oft eigentlich, die sehr oft an uns herangetragen wurde und die wir auch mit, dennoch immer noch mit Freude eigentlich auch machen. Also meistens. Meistens. Das ist natürlich auch immer sehr intensiv, weil sich das natürlich stark unterscheidet von größeren Projekten. Man geht mit den Bauherren Beziehungen ein, man fühlt sich ab und zu wie ein Therapeut, Beziehungspsychologin und so weiter und so fort. Also sehr spezielle Bedingungen. Kleinere Dinge, die uns auch sehr viel Spaß machen, weil sie einfach auch sehr viel Abwechslung in unserer Arbeit bringen, die vielleicht aber dennoch nicht minder intensiv zu bearbeiten sind, wie rechts die Bergkapelle wie im Boden, die wir dann später auch noch sehen werden, wo man ein paar Worte dazu sagen. Überhaupt bis, also von der Hausnummer bis zum noch kleineren Häuschen eigentlich. Was wir sehr intensiv in unserem Büro betreiben, sind eigentlich Wettbewerbe, auch da in allen Maßstäben und auch über die Grenzen des Landes hinaus. Also ich würde mal sagen, im deutschsprachigen Raum, in dem wir uns momentan bewegen. Also so circa 6 bis 8 Wettbewerbe sind es eigentlich pro Jahr, die wir machen, die wir gerne machen eigentlich. Also sind auch ein bisschen wählerisch und haben sehr viel Spaß daran, weil es eben auch, würde ich sagen, man braucht eine gewisse Spielernatur auch, um Wettbewerbe im Büro quasi durchzuziehen. Ein großer Sprung in unserer Bürogeschichte war der Gewinn der Patschakofl-Bahn in Innsbruck, zu der wir auch noch ein paar Punkte dann später sehen werden. Das erste wirklich große Projekt, also auch für unsere Verhältnisse damals fast zu groß, würde ich sagen. Obwohl jetzt schlussendlich alles gut geklappt hat, aber so ganz dran geglaubt haben wir dann auch nicht. Also wir hatten den kalten Schweiß quasi auf der Stirn, als die Bürgermeisterin von Innsbruck uns angerufen hat, dass wir den Wettbewerb gewonnen haben. Aber auch das eine Aufgabe, die wir schlussendlich aufgrund von einem guten Team und guten Leuten irgendwo meistern konnten. Aber dazu hören wir dann später mehr. Einer der letzten Wettbewerbe, den wir genommen haben, der, würde ich auch sagen, bei unserem Büro eigentlich eine sehr große Rolle spielt, ist der Wettbewerb für den Kunstraum in Kassel, der jetzt auch aktuell im Bau ist. Das erste Projekt in Deutschland. Auch das eine neue Erfahrung. Ja. Also, ja. Man muss sagen, die Dinge sind ein bisschen anders in Deutschland, aber wir gewöhnen uns langsam dran, oder? Genau. Der Markus betreibt es hauptsächlich. Es wird schon langsam. Es wird langsam. Wir gewöhnen uns dran und wir kommen weiter. Und es wird zumindest gebaut. Oder? Da haben wir Glück gehabt. Es wurde kurz vor Ausbruch der Pandemie dann der quasi Beschluss, es zu bauen. Und wir freuen uns darauf. Ja, und der Markus wird jetzt zu unserem Vortragstitel, den wir eigentlich gewählt haben, dieses Zwischendrin noch ein paar Worte zu unserem philosophischen Background erzählen. Wir kommen ja eher aus der Praxis, aber versuchen es trotzdem. Ja, zwischendrin darum, weil wir sind einfach in unserer täglichen Arbeit, da bewegen wir uns immer zwischen zwei Polen, zwischen zwei Extremen, wo wir dann im Prinzip einfach versuchen, den richtigen und stimmigen Mittelweg zu finden. Und dazu haben wir jetzt ein paar Begriffe einfach angeführt, die das im Prinzip beschreiben.
das erste klassische Begriffe aus der Architektur, glaube ich, kann man sagen, Autarkie und Kontext. Wir bauen ja sehr viel bei uns in der Gegend, in der Landschaft, seien es rechts Einfamilienhäuser oder die Patscherkofelbahn. Das sind eigentlich, ich sage mal, relativ isolierte Gebilde. Und da versuchen wir einfach, die bestmöglich in den Kontext zu integrieren, sei es über Städtebau selbstverständlich, aber auch über Materialisierung, über emotionale Themen und so weiter. Ja, auf der anderen Seite die Patscherkofelbahn, die ganz bewusst so konzipiert wurde, dass sie eigentlich aus ihrer Funktion heraus entwickelt wurde und eigentlich als nicht kontextuelles Objekt irgendwo in der Landschaft platziert wurde. Kommt später noch mehr zur Patscherkofelbahn. Sorgsamkeit und Gelassenheit. Auch da gibt es einen Mittelweg zu finden. Und der Sorgsamkeit wieder klassische architektonische Themen. Wie vorhin schon erwähnt, Einbindung in den Kontext, Funktionalität, Gestaltung, Detaillierung, räumliche Atmosphäre. Und dem versuchen wir mit einer gewissen Gelassenheit auch entgegenzutreten. Wie man jetzt hier bei dem Gebäude rechts sieht, das ist ein Wiederaufbau quasi eines oder eine Umnutzung eines Hinterhauses, also eines typischen Bregenzer Wälder Hauses in ein Wohngebäude. Und wenn man sich dieses Detail an der Attika ansieht, da geht es jetzt nicht darum, das über zu inszenieren oder bewusst zu verstecken, sondern dem mit einer gewissen Gelassenheit entgegenzutreten und es einfach mit sauber zu detaillieren. Bruch und Kontinuität. Selbstverständlich fühlen wir uns, wir kommen aus Vorarlberg und wir sind auch irgendwie verschrieben dieser Bautradition, dieser Architektur, die wir hier haben. Und trotzdem geht es natürlich auch darum, das Ganze weiterzuentwickeln, weiter zu bringen und auch unseren Stil so ein bisschen. Ja, wir werden sehr oft gefragt, weil von uns, glaube ich, noch zur jüngeren Generation zählt. Wir sind zwar beide Ende letztes Jahr 40 geworden, also wir haben beide das Gefühl, dass wir jetzt nicht mehr die Young Guns sind, sagt man zumindest so. Und also oft wird so die Frage herangetragen, ihr seid die Jungen, was kommt danach? Also was ist das Neue, was ihr macht? Und ich glaube, das ist irgendwie schon in der Fragestellung falsch, zumindest was unser Verständnis angeht, weil es uns nicht darum geht, dass wir jeden Montag die Architektur neu erfinden und einfach unreflektiert quasi das Neue suchen und den Bruch mit der etablierten baukulturellen Sprache irgendwo, sondern dass wir das eigentlich weiterentwickeln. Also wir sehen uns in einer Tradition, die wir eigentlich weiterführen. Also sowohl in einer baulichen Tradition als auch das, was die Vorarlberger Bauschule irgendwo angeht. Auf der anderen Seite versuchen wir dennoch, zeitgemäße Antworten zu finden auf Fragen, die sich uns stellen und die im Prinzip so die überlieferte Baukultur zu interpretieren, weiterzuführen, ohne dass es nur noch natürlich banale Zitate sind und irgendwann nur noch zu quasi herausgeputzten Banalität verkommt. Also diesen Mittelweg zu finden, glaube ich, ist etwas, was unsere Arbeit eigentlich sehr stark von der formalen Ausgestaltung auch und funktionalen Ausgestaltung der Bauten. Pragmatismus und Leidenschaft. Man sieht jetzt links eine größere Wohnanlage und rechts die Kapelle wie am Boden, zwei total unterschiedliche Projekte. Und das ist wieder so ein Spannungsfeld, da wo wir uns dazwischen bewegen. Wir mussten zum Beispiel links bei der Wohnanlage feststellen,
dass es irgendwann nicht mehr möglich ist, jedes Teil bis ins allerletzte zu entwickeln, sondern dass es da auch dann andere Qualitäten geht, dass es da Qualitäten, dass da zum Beispiel der Außenraum, wie funktioniert das, das Zwischenmenschliche, das Leben zwischen diesen Gebäuden und so weiter, dass es da einfach andere Prioritäten gibt und dass man da einfach auch einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen muss, um das zu lösen. Und auf der anderen Seite natürlich eine kleine Kapelle, ja, da wird der Sven nachher noch darauf eingehen, da ist einfach viel Arbeit, viel Leidenschaft notwendig, die man auch gerne reinsteckt. Ja, eines der ersten Projekte, das wir halt vorstellen wollen, ist auch sozusagen der Büroklassiker irgendwo. Also eines der ersten Projekte, das wir auch in unserem gemeinsamen Büro auch bearbeitet haben, das uns auch heute noch zu einem gewissen Maß auch noch verfolgt. Also auch für uns jetzt schon, wie lange ist es jetzt her? 6 Jahre, das uns auch in der Arbeit eigentlich sehr stark geprägt hat. Das ist das Haus für Julia und Björn. In Vorarlberg ist eigentlich das Einfamilienhaus der typische Startpunkt für jedes junge Büro. Die Hürden sind sehr niedrig. Es kann eigentlich fast jeder, der das Gefühl hat, der kann einen Bleistift halten, kann auch ein Einfamilienhaus planen. Das ist irgendwo ein Vorteil und wie schon erwähnt, eben für eigentlich fast jedes Büro in Vorarlberg startet mit einem Haus, sei es für Freunde, Verwandte, Bekannte. Auf der anderen Seite ist natürlich das Einfamilienhaus mit seinen negativen Effekten, die wir alle kennen, den Ressourcenverbrauch, die Zersiedelung, den Einfluss auf das Orts- und das Landschaftsbild. Mehr muss ich dazu nicht sagen und man ist dann natürlich als junger Architekt irgendwo auch dem Vorwurf ausgesetzt, vielleicht auch ein bisschen unverschuldet, weil also dass man im Prinzip die Landschaft zersiedelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig als junger Architekt gleich die neue Nationalgalerie in Berlin zu planen. Man kann höchstens versuchen, sich mit der Aufgabe bestmöglich auseinanderzusetzen und Qualität zu finden. Das Einfamilienhaus als per se autarkes Objekt in seinen Kontext auch einbinden. Und das beim Haus für Julia und Björn, glaube ich, dass es uns auf mehreren Ebenen auch gelungen ist. Wir sehen jetzt da Bilder quasi des Bauplatzes, bevor das bebaut wurde. Schaut alles sehr beschaulich aus auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick hat es seine Tücken, recht steile Böschung oder Hangneigung. Ein schmaler Grundstückszuschnitt und die Nachbarschaft bestehend aus Familienmitgliedern der Bauherren. Also ein Grundstück, in das man sich irgendwo auch einfügen muss. Wir hatten das Glück, dass wir eine ausreichend Zeit hatten, uns in mehreren Varianten diesem Grundstück anzunähern. Was jetzt dasteht, ist auch aus unserer Sicht das beste Ergebnis aus diesem Prozess. Und was wir jetzt im Schnitt sehen, zum Beispiel, ist so diese erste Bewegung, die aus diesem Kontext herauswächst, mit der recht steilen Hangneigung, dass man das Gebäude irgendwo bis zu einem gewissen Maß auf den Kopf gestellt hat. Es wird das Haus eigentlich im Obergeschoss erschlossen, wo sich die Privaträume befinden und kommt dann über eine Treppe in das Erdgeschoss, wo sich dann die eigentlichen Wohnräume befinden. Von der Aufteilung her, wie gesagt, also man betritt das Obergeschoss, das hauptsächlich Schlafräume, Nebenräume beherbergt, alles recht konventionell eigentlich aufgeteilt. Wenn man das Gebäude betritt als Gast zum Beispiel, das war uns eigentlich sehr wichtig, dass man seinen Weg findet in dieser anderen Aufteilung, empfängt einen eine spalierartig gesäumte Treppe, die in das Erdgeschoss führt, wo sich dann auch die eigentlichen Wohnräume befinden. Das Erdgeschoss ist im Vergleich zum oberen Geschoss deutlich freier organisiert. Aufgrund des schmalen Grundstückszuschnittes orientiert es sich zu den Seiten.
sind zwei sehr schöne alte Bäume an den Grundstücksecken platziert, die irgendwo auch die Richtung, die Ausrichtung des Grundrisses irgendwo vorgeben, mit einem Ofen, der den Grundriss teilt, einerseits in den Wohn- und Essraum, andererseits die Stube. Und im hinteren Bereich des Gebäudes befinden sich als eine Art Rückgrat die Nebenräume, die dann schon im Erdreich eigentlich stecken. Eine zweite Bedingung, die dieses Haus mit seinem Kontext erlebt, ist das Material. Der Holzbau spielt im Ringzerwald natürlich eine sehr starke Rolle. Also die Ressource ist ausreichend verfügbar, das Know-how ist vorhanden, also ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, möchte man sagen. Und der Bauherr hatte zum Glück einen eigenen Wald. Ich darf so viel verraten, weil das Haus für Julia und Björn, der Björn ist mein Bruder, das ist irgendwo vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Jedenfalls, der Bauherr hatte genug Holz quasi zur Verfügung, dass wir uns das eine oder andere, den einen oder anderen Luxus quasi auch leisten konnten, den man vielleicht in einem anderen Projekt nicht in dieser Form umsetzt. Also es wurden fast alle Teile des Gebäudes, was die Konstruktion, den Innenausbau, Fenster zum Beispiel, wurden aus diesem eigenen Holz gefertigt. Und eine Besonderheit ist die Fassade, die, sage ich mal, auch auf diesen Luxus an Übermaß von Ressourcen quasi zurückzuführen ist, ist diese quergelattete Fassade. Der Markus nennt sie immer ganz liebevoll die Palettenfassade. Und der Übername verdeutlicht nicht ganz, wo sie vielleicht auch herkommt, konzeptionell. Es ist so, die Bauherren sind beide Gewerbetreibende in Eck im Dorf, und im Brengzer Wald herrscht üblicherweise die Landwirtschaft vor, also das Brengzer Wälderhaus als Urtypus, irgendwo die Landschaft und das Holzbild prägt, ist eigentlich naheliegend. Nur in diesem Fall war es für uns eigentlich so, dass wir gedacht haben, das passt irgendwie nicht ganz, weil die haben keine Kühe, keine Traktoren und keinen landwirtschaftlichen Hintergrund. Also eigentlich braucht man ein bürgerliches Haus, das dieses auch diesen bürgerlichen Background irgendwo auch zum Ausdruck bringt. Und auch diese Typen sind eigentlich im direkten Umfeld auch zu finden, wie man links sieht, ein Gebäude aus Eck, das in seiner Gestaltung also gerade jetzt, was auch die Fassade im Prinzip nach außen trägt, über den reinen Nutzen hinausgeht. Und das war ein Punkt, den wir versucht haben, in die Fassadengestaltung zu übertragen, also mit diesem feinen Geflecht, das sich über das ganze Gebäude hinüberzieht, dem ganzen Gebäude trotz seiner klar geschnittenen Kubatur auch eine Feinheit eigentlich auch verleiht. Das ist uns im Ausdruck sehr wichtig. Ja, wir sehen hier nochmal vom Innenraum ein Bild, auch von der Bauphase. Also wie gesagt, das Material Holz, das einfach in so vielen wie möglich in Bauteilen verwendet wurde. Einer davon war der Fußboden in den Wohnräumen. Das war interessanterweise eine ganz große Diskussion. Also wir haben da sehr lange gebraucht, bis wir die Bauherren davon überzeugen konnten. Es ist ein Fichtenboden, der sich eigentlich üblicherweise aufgrund der Weichheit des Fichtenholzes nicht unbedingt eignet dafür, das als Fußboden einzusetzen, weil er natürlich aufgrund der Weichheit des Holzes leichter verschmutzt, leichter beschädigt werden kann. Und aus diesem Grund natürlich große Zweifel vorhanden waren. Schlussendlich konnten wir sie überzeugen, und interessanterweise ist es heute so, dass dieser Fußboden eine ganz wesentliche Rolle eigentlich auch im Familienleben einnimmt. Also wenn man als Besucher das Haus betritt, dann ist das Erste, was einem auch auffällt und was einem auch quasi vorgestellt wird, ist dieser Fußboden. Das Holz, wie auch die anderen Bauteile, oder halt diese Konstruktion. Das Holz stammt quasi von dem Nordhang der Canisflur, die später dann auch nochmal vorkommen wird, ein wesentlicher Berg irgendwo im Ringzerwald. Und das Schöne ist, dass dieser Fußboden heute die Geschichte
dieser Familie auch erzählt, also seit Bezug quasi. Also es gibt natürlich Ecken, wo man sieht, wo die Kinder gesessen sind, da ist es dann ein bisschen grauer. Da sind dann vielleicht auch ein paar Schläge im Boden drinnen, wo man kocht, wo man lebt, wo man sitzt. Also all dieses quasi alltägliche Leben erzählt dieser Fußboden. Er schaut auch heute noch ungefähr so aus, wie man das auf dem Bild sehen. Also es ist ganz von Anfang voll, also während des Bezugs. Also eine interessante Entwicklung, dass dieser Boden, der zu sehr starken Diskussionen geführt hat, eigentlich heute zu einem fast schon Familienmitglied irgendwo geworden ist und auch von den Bauherren natürlich ein großer Stolz da ist, dass man das, dass das dieses eigene Material ist, das auch eine Geschichte erzählt, dass man so nicht einfach irgendwo im Baumarkt oder im Handel eigentlich erwerben. Wobei es immer wieder Anfragen gibt, oder, wo man diese Fassade bestellen kann. Genau, das ist etwas, das uns eigentlich immer begleitet. Also so alle 2 bis 3 Monate bekommen wir eine Anfrage, auch von Kollegen, muss man auch dazu sagen, die sich fragen, entweder wo diese Fassade zu beziehen ist, wo man dann meistens sagen müssen, die wurde einfach durch den lokalen Zimmermann erbaut. Und das zweite, wie sie konstruiert ist, das wundert uns dann eigentlich am meisten, weil es sind eigentlich wirklich nur Kreuzschläge, übereinander geschraubte Latten. Also das, jeder, der einen Schrauber, eine Bohrmaschine halten kann, könnte das auch selber machen. Aber es gibt auch sehr viele Anfragen, die im Prinzip einfach, also auch von privaten Bauern, die dieses Haus schön finden und sich das selber irgendwo hinbauen wollen. Und um da jetzt auch wieder zum ursprünglichen Gedanken zurückzukommen, was diese Mehrschichtigkeit des Kontextes dieses Einfamilienhauses angeht, ist, dass wir das meistens oder eigentlich immer so beantworten müssen, dass wir das nicht können. Weil der Bau, so wie er jetzt steht, aus unserer Sicht in dieser Form eigentlich kein zweites Mal errichtet werden kann. Weil er so in der Form aus seinem Kontext heraus entspringt, so gebaut ist, als wäre er immer schon ein Teil dieses Ortes gewesen. Ja. Ja. Und jetzt ein ganz anderes Projekt, die Patschakofl-Bahn in Innsbruck, wie in der Einleitung kurz erwähnt, total anderer Maßstab natürlich. Wir haben bis dahin fast nur Einfamilienhäuser gemacht und dann eben diesen Wettbewerb gewonnen. Das Projekt besteht aus 3 Stationen, also links die Talstation, rechts oben die Mittelstation und rechts unten die Bergstation. In der Talstation, da sind ein Restaurant, Skiverleih und so weiter. Dann in der Mittelstation, das ist quasi das Herz der Seilbahntechnik. Da ist der Antrieb, da sind die Garagen für die Kabinen. Also wenn die Bahn geschlossen ist oder in der Nacht, da werden da die Kabinen eben eingaragiert. Und oben die Bergstation eben mit einem Bergrestaurant und wie vorhin auch schon kurz angeschnitten, das Konzept hier war ein ganz anderes, was die Einbindung oder eben Nicht-Einbindung in diesem Fall in die Landschaft betrifft. So eine Bergstation ist an sich ein technisches Gebilde und ist sehr stark von der Funktion der Bahn geprägt. Und wir haben versucht, bei diesen Stationen diese Gebilde auch als technische Gebilde wirken zu lassen, nichts zu kaschieren, klar zu organisieren und die Gebäude als abstrakte Gebilde in der Landschaft zu platzieren und somit in gewisser Weise auch wieder die Bergwelt und die Umgebung in den Vordergrund zu bringen. Wenn man links diese einfachen Modelle anschaut, ja, dann sieht man einfach, dass das eine gewisse technische Anmutung hat. Das Konzept an sich ist genauso einfach.
In der Vertikalen, rechts im Modellfoto sieht man es am besten, in der Vertikalen sind die ganzen funktionalen Räume untergebracht, also die Technikräume, die WCs, die Seilbahntechnik. Und in der Horizontalen sind die Besucherbereiche untergebracht. Und diese sind dann auch ja, in diesem im warmen Holz wieder im weichen Holz ausgebaut, während dem im Gegensatz diese schützende äußere Hülle aus Beton steht. Die äußere Hülle aus Beton ist wieder fein abgestuft in gefrästen und schallglatten Beton, und auch das Holz an der Fassade von diesen Einschüben ist auch wieder fein abgestuft in gehobelte und sägeraue Oberflächen. Ja, nach dem Gewinn des Wettbewerbs haben wir uns vorgetastet mit Mockups für den Außenbereich, für den Innenbereich. Und wir hatten echt eine sehr aufgeschlossene, motivierte Bauherrschaft, die gut gewillt war und gut gewillt ist, gute Architektur für Innsbruck zu schaffen. Es gibt ja genau gegenüber von Saha die Hungerburgbahn, und generell hat man in Innsbruck einfach das Gefühl, dass Architektur einen hohen Stellenwert hat, und dem versuchen natürlich auch wir gerecht zu werden. Man muss natürlich dazu sagen, eben weil der Markus bei der Saha studiert hat, war ihm das ein großes Anliegen, dass er da quasi seiner Meisterin etwas gegenüberstellen kann. Also ist da schon ins Zeug gelegt. Ja, und dann kam es anders. Das Projekt war, wie man hier sieht, war nicht bei allen beliebt. Es wurde so ein bisschen zum Politikum, diese Patschakofl-Bahn. Da hat sich einiges entladen, und es war teilweise wirklich an der Grenze. Wir fanden es nicht mehr sehr lustig. Wir hatten das Glück, dass wir eben auf der anderen Seite des Allbergs unser Büro haben und so einfach nicht so nah dran waren am gesamten Geschehen. Aber es waren täglich in der Tageszeitung Berichte über Kosten, Probleme und so weiter. Es war auch für uns mal was Neues, dass wir mit unseren Bauten nicht immer nur auf Gegenliebe stoßen, oder? Ja. Also eine Anekdote fällt mir dazu immer ein. Bei einer Präsentation, Bürgerpräsentation in Innsbruck, als dich eine Dame gefragt hat, warum wir in Vorarlberg so schöne Holzbauten machen und innen in Innsbruck da so eine schierche Betonkiste hinstellen. Genau, wenn wir es nicht schindeln können. Ja, und wie man hier sieht, es war einfach auch eine komplexe, große Baustelle auf 2000 Metern. Der Wintereinbruch war natürlich genau in diesem Jahr früher wie sonst. Und es war für uns einfach vom gesamten Projektablauf her, vom Umfang her, eine neue Erfahrung. Wir waren ja insgesamt Bauzeit 6-7 Monate. Ja, eben, man konnte natürlich nur quasi von Ende der Wintersaison bis Anfang der Wintersaison hatte man Zeit, also von März, April bis November, Dezember, so circa. Aber es ist sich ausgegangen. Es war nicht alles fix und fertig, aber die Seilbahn ist gefahren und das Skigebiet wurde. Ja, so richtig gut geschlafen haben wir nicht in dem halben Jahr. Oder? Nee, nicht immer. Jetzt noch ein paar Bilder. Das ist hier die Talstation, also die Ankunftssituation. Mit eben dieser Beton-Holz-Kombination. Das ist die Mittelstation, wie vorhin kurz erwähnt, das technische Herz, wo der Antrieb, der Motor und eben diese Garagen für die Kabinen untergebracht sind. Das ist ein sehr großes Volumen, um diese 80 Kabinen unterzubringen. Da würde ich noch gerne eine Anekdote erzählen. Sven erzählt immer Anekdoten. Aber man sieht da, wie schnell es auch gehen kann in der Architektur. Also es gab dann, eben der Markus hat schon erwähnt, die Kostensituation war teilweise dann noch dramatisch. Und
hatten dann den Auftrag, gewisse Summen einzusparen. Und du hast ja dann quasi an einem Nachmittag die Mittelstation umgeplant und 1 Million Euro eingespart. Nicht eine, drei, war es? Drei Millionen Euro. Also du quasi wegschneiden am Modell. Und da waren wir dann wieder im vorgegebenen Rahmen. Und ja. Zwei Stunden erledigt. Oder? Ja, erledigt nicht, aber. Das nicht, aber so die grundlegende Geschichte, ja. Ja, die Bergstation, einfach mit dieser Klarheit der Betonhülle und diesem Einschub, eben diesem weichen Einschub aus Holz für die Besucherbereiche, Aufenthaltsbereiche der Besucher der Bahn. Blick von unten mit der Schneekanone, die schon bereitsteht. Ja, und dann im Innenraum wieder dieser ja, feine, weiche Ausbau, der einfach auch ja, diese Wärme und diese Aufenthaltsqualität bieten soll. Also wenn man da hochfährt, dann kommt man irgendwie aus der Kabine raus, geht durch eigentlich einen recht harten Betongang und kommt dann wirklich in diesen Restaurantbereich, der eine sehr hohe Aufenthaltsqualität bietet. Und auch da war uns wichtig, dass wir nicht diese typischen Skigebiets-Restaurant-Atmosphäre schaffen, sondern dass wir einfach unterschiedliche Raumsituationen mit unterschiedlichen Sitzbereichen, unterschiedlichen Raumhöhen, Ausblicken und so weiter schaffen. Ja, und was uns da war, dann waren wir dann, ich glaube, war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren, waren wir dann nochmal oben, so quasi als Gäste. Und was uns einfach ja, extrem gefreut hat, ist, dass trotz dieser ganzen Skepsis der ganzen Bevölkerung bezüglich diesem Bau, dass es einfach sehr gut angenommen wird. Und der Wirt oben hat uns dann erzählt, dass er 80% einheimische Innsbrucker Gäste hat. Und wir haben auch gesehen, dass diese Funktionsabläufe und so weiter, dass es alles wirklich gut funktioniert. Und ja, das ist einfach auch schön zu sehen, dass dann ein Projekt trotz dieser Gegenwehr am Anfang doch sehr gut angenommen wird und funktioniert. Was uns auch gefreut hat, vielleicht, oder? Ja. In den letzten Wochen, oder, wo die Skigebietsöffnungen quasi kontrovers diskutiert wurden, dass die Patschakofelbahn immer für ein Pressebild kommt. Ja. Immer noch. Immer wieder in die Presse. Ja. Vielleicht nicht immer zu den besten Themen. Ja, die Kapelle wie im Boden ist, glaube ich, kann man so sagen, eines der Projekte, das eines unserer kleinsten Projekte, das aber unsere Haltung und unsere Architektursprache am wesentlichsten beeinflusst hat. Also auf uns eigentlich einen sehr großen Einfluss hatte, weil es ein sehr langer Prozess war, ein sehr intensiver, der mit sehr viel Leidenschaft auch geführt wurde. Die Kapelle Wirrenboden liegt im Vollsees Wirrenboden am Fuß des Nordhanges der Kanisflu, wie ich es vorher schon kurz erwähnt habe. Ein sehr bedeutsamer Berg im hinteren Brienzer Wald, eine steile Nordwand, die ca. 1200 Meter vom Talboden aufsteigt und dann von sehr vielen Orten im Brienzer Wald aus sichtbar ist. Ein sehr prägender Berg ist. Also es gibt auch diesen Hashtag. Home is where you can see the Kanisflu. Und ich glaube, vor 2 Jahren ein Projekt für den Kiesabbau am Fuße der Kanisflu, das mit sehr großen Bürgerprotesten abgewählt wurde. Also eine sehr prägende Gesteinsformation, an dessen Fuße dieses Vollsees wie im Boden liegt. Ein Vollsees ist ein Teil der im Brienzer Wald immer noch betriebenen 3-Stufen-Landwirtschaft, wo die Kühe vom Tal auf das Vollsees und dann auf die höher gelegenen Alpen getrieben werden im Sommer.
um eben da zu weiden und zu grasen. Also eine althergebrachte Art der Bewirtschaftung von höher gelegenen Weiden. Und eine Besonderheit dabei ist, dass eigentlich fast jedes Vollsees irgendeine Form eines Objektes zur Andacht oder zur Ausübung quasi der Religion hat, sei es ein Bildstöckchen oder eben auch eine Kapelle. Meistens werden die dazu benutzt, eben das Vieh quasi zu Beginn und zu Ende des Sommers zu segnen und das sogenannte Patrozinium und die, das Vollsees für den Boden. Ich denke, das ist jetzt gewesen. Naja. Auch am Vorsitz wie im Boden gab es seit den frühen 80er Jahren eine Kapelle, die etwas außerhalb des eigentlichen Kernes des Vorsitz lag, das eigentlich eher als Privatvergnügen, unter Anführungsstrichen, wenn man das als Vergnügen bezeichnen kann, erbaut wurde und sich über die Jahre eben zu diesem kleinen religiösen Zentrum, sage ich mal, auch entwickelt hat. 2011, glaube ich, war das. Kann sein. 2011 wurde die Kapelle mitsamt einigen Hütten durch eine Lawine zerstört. Also wirklich zerstört. Die Kapelle wurde pulverisiert. Gefunden wurde nur noch dieses Überbleibsel eines Weihwasserkessels. Alles andere lag im Tal, irgendwo verstreut. Es wurden auch zwei, drei Vollseeshütten eigentlich zerstört. Und der Wiederaufbau dieser Vollseeshütten war eigentlich klare Sache. Mit der Kapelle, das war nicht ganz so klar. Man muss dazu sagen, dieses Vollsees wird genossenschaftlich quasi bewirtschaftet. Also es sind circa 20 verschiedene Personen, Familien, die da oben eine Hütte haben. Also jede Hütte ist quasi eine separate Familie oder Person, die heutzutage natürlich auch nicht mehr alle denselben Background haben. Also die landwirtschaftliche Nutzung ist auch hier auf dem Rückzug. Also man hat es mit einem sehr breiten, sage ich mal, genossenschaftlichen Gebilde zu tun, wo unterschiedliche Interessen vorherrschen. Der Neubau der Kapelle wurde sehr intensiv diskutiert. Man kann sich vorstellen, die Meinungen gingen auseinander. Also die einen wollten gar nichts mehr machen, die anderen wären schon mit einem Kreuz zufrieden gewesen. Zumindest konnte man sich darauf einigen, wenn man etwas macht, dann muss es an einem neuen Standort sein. Weil man sieht, wir sehen links quasi den alten Standort, etwas außerhalb der Hütten, der eben in diesem Lawinenstrich stand, ja. An diesem Standort konnte das natürlich nicht wieder aufgebaut werden. Und man rückte quasi diesen neuen Standort in die Mitte der Hütten. Auf den ersten Blick würde man sagen, logisch, natürlich als Treffpunkt in seiner Funktion gehört es mitten in die Häuser hinein. Wenn man die Vorgeschichte kennt, dann weiß man, dass das der Standort ist, der am weitesten von jeder Hütte entfernt ist. Also so, dass quasi niemand zu viel damit zu tun haben muss und trotzdem vor den Lawinen geschützt ist. Zur selben Zeit, als wir quasi durch Zufall mit der Planung der neuen Kapelle beauftragt wurden, gab es ein kleines Kapellenbattle, würde ich es mal nennen, im Regenzer Wald. Also es sind drei quasi Beispiele, die vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt sind. Und für uns war das natürlich als junges Büro, also wir haben 2013, war das, also wir das erste Mal damit gestartet sind, wollten wir uns da natürlich nichts nachsagen lassen und die beste Kapelle von allen Kapellen im Regenzer Wald bauen. haben uns da natürlich mit aller Intensität an den Entwurf drangesetzt und schlussendlich würde ich sagen, also ein richtig scharfes architektonisches Ding entworfen. Das wir da auf diesem Bild sehen, also ganz ein klassisches architektonisches Objekt, ein religiöses
Gebäude, das der Andacht dient, scharf geschnitten, der Stein entnommen aus der Kanisflut, aufgemauert, innen ausgebaut mit dem Holz, das direkt an ihrem Boden geschlagen wurde. Ein Raum der Kontemplation und Andacht. Genauso haben wir uns das vorgestellt. Und dann hatten wir die erste Besprechung an ihrem Boden. Und da wurden wir das erste Mal dann auch mit der Realität konfrontiert. Also die bis heute schlimmste Besprechung. 20 Genossenschaftsmitglieder, die schweigen nach unserer Präsentation. Schweigen. Schweigen, 20 Minuten schweigen. Nach 20 Minuten stehen die ersten auf, schütteln nur den Kopf und gehen weg. Und die restlichen, die übrig bleiben, lassen quasi das Gewitter auf uns hineinrollen. Also es gab alle möglichen Vorwürfe. Zusammengefasst, ein schrecklicher Betonbunker inmitten dieser schönen Vorsäßhütten haben wir im Boden eine Schande. Also bis zu Details mit diesem Dachfirst, durch den das Licht in das Innere fühlt, der so ja überhaupt nicht funktionieren kann, weil das kann ja nur reinregnen. Es gibt keinen Dachvorsprung. Das kann auch nur undicht werden. Also insgesamt eine fast schon Monstrosität. Naja, jedenfalls war es ja so, dass wir eigentlich da, das habe ich noch nicht erwähnt, ja umsonst arbeiten. Also umsonst im Sinne von, wir haben für Gotteslohn gearbeitet, also vielleicht ein paar Jahre weniger im Fegefeuer und sahen uns da jetzt nicht unbedingt dazu bemüßigt, dass wir uns da aufgrund von irgendwelchen finanziellen Verpflichtungen gezwungen sehen, dass wir da 3000 Entwürfe machen, bis es den Leuten da oben passt. Schlussendlich die Diskussion, also ich fasse jetzt den Prozess zusammen, der sich natürlich schon über eine gewisse Zeit quasi erstreckt hat, war es so, dass wir irgendwann gespürt haben, da oben herrscht so eine große Uneinigkeit, die sich an diesem Entwurf, den wir für die Kapelle quasi gemacht haben, entladen hat. Und da ging es dann auch eigentlich weniger um die Kapelle an sich, als um den prinzipiellen Gedanken, da als Gemeinschaft etwas zu erbauen, weil da jeder eine andere Vorstellung hat. Also es gab da auch den Vorschlag, quasi, ich weiß bis heute nicht, aus welchem Katalog man die bestellen kann, aber es gibt anscheinend auch Holzkapellen aus dem Katalog. Gibt es vielleicht den Quellekatalog? da müssen wir mal suchen, wo die wirklich ist. Jedenfalls, oder eben ein Kreuz reicht aus, ein kleines Bildstöckchen reicht aus, eine Kapelle braucht man nicht. Aber wir standen schlussendlich vor der Wahl, soll man das Projekt jetzt weitermachen in der Form oder nicht, und hatten das Gefühl, ohne uns kommen die Wirrenböden auch nicht weiter. Also es war, wir hatten das Gefühl, wir müssen von unserem hohen Ross des unantastbaren Gestalters und Entwerfers herunterkommen und mit den Leuten irgendwo in einen Dialog treten und uns auch selber hinterfragen. Und das war irgendwie der Punkt, glaube ich, der für uns irgendwo also eine Art Weiterentwicklung auch ausgelöst hat, von der wir eigentlich heute noch irgendwo zehren. Die Hinterfrage hat man uns mal genannt. Die Hinterfrage, ja, das war irgendwie so ein Punkt. Also wir haben uns dazu entschieden, dass wir eingehen auf die Sorgen der Wimbödner, dass wir das ernst nehmen, was sie möchten. Wir haben zwar gesagt, wir ändern nichts am Entwurf, nur das, was quasi aus unserer Sicht richtig ist. Also es gab auch die Frage, warum wir keine Holzkapelle bauen können, und die Antwort unsererseits war darauf, dass der Standort an einer Nordwand, die 6 Monate im Schatten liegt, der so wie heute in 1,5 Meter Schnee begraben, für einen Holzbau, einen Sakralbau, der vielleicht uns alle überleben soll, denkbar ungeeignet ist. Also wie gesagt, ich fasse einen Prozess zusammen, der über sehr lange Zeit, insgesamt 3 Jahre gegangen ist. Wir mussten sehr viel Bier, Wein und Schnaps trinken in den Abstimmungen und haben schlussendlich den Entwurf so weit überarbeitet, dass zumindest von der Mehrheit die Zustimmung gefunden wurde. Wir sehen da jetzt den Letztstand quasi. Es hat sich dann nämlich herausgestellt, dass auch wir nicht alles wissen
eben dieser Grundgedanke, diese aufgemauerte Kapelle aus diesem Gestein aus der Nordwand, war eigentlich ein ziemlicher Blödsinn, weil irgendwann mussten wir dann quasi lernen, dass dieser Stein, das hat uns dann ein Steinmetz dann auch quasi schonungslos beigebracht, fürs Mauern überhaupt nicht geeignet ist. Weil es ein weicher Stein ist, der quasi in der Bearbeitung zerbröselt. Also haben wir da auch umgeschwenkt im Sinne eines Massivbaues auf ein Stampfbeton-ähnliches Gebilde mit eingelegten Steinen vor Ort. Das widerspiegelt auch eine traditionelle Methode des Bauens, einfach um Material auch zu sparen, das quasi statt einer Bewährung oder zu viel Beton Steine eingelegt werden. Es gab auch ein Vordach, ein Holzdach sozusagen auch, also im Prinzip mit einer Schindelung versehen. Und unsere Bedingung, dass wir das Projekt weiterverfolgen, war die, dass wir diese Kapelle eben nicht aus dem Katalog bestellen, sondern dass sich alle an diesem Bauprozess beteiligen müssen. Zumindest jene, die sich irgendwie überwinden können dazu. Und wir hatten eine sehr lange Planung, also insgesamt eben fast 3 Jahre eigentlich, muss man sagen, weil die reine Bauzeit für die Kapelle waren dann 6 Wochenenden am Schluss, wo sich dann auch über jedes Wochenende quasi immer mehr und mehr und mehr aus dieser Gemeinschaft dann auch da an diesem Bau beteiligt haben. Also die Begeisterung stieg. Es war dann auch so weit, dass sie alle gemeinsam mit dem Bus nach Innsbruck gefahren sind zum Grasmeier, einer der letzten Glockengießer, wo dann eine neue Kapelle gestiftet wurde, gestiftet dem heiligen Antonius, soweit ich es im Kopf habe, von Padua. Und wir sehen jetzt da zum Beispiel die stolzen Erbauer mit links auf dem Foto eben diesem aufgeschlitzten Dachfirst, wo dann zuerst alle gemeint haben, das könnte so nie funktionieren. Und wir müssen dazu sagen, wir haben natürlich auch hier das Glück gehabt, dass auch ein paar Handwerker in der Genossenschaft waren und ein paar von denen, die wirklich was können. Das muss man dazu sagen, also wirklich vom Feinsten. Das können nicht alle. Auch bei uns sind nicht alle gut, aber es gibt doch einige sehr gute. Und das hat quasi die Motivation noch mehr gesteigert. Also sie haben sich dann von dieser anfänglichen Skepsis hin, hat sich das wirklich fast zu einem Wahn entwickelt. Also es wurde bis ins letzte Detail entwickelt, quasi auch das Schloss, das wir da sehen, von einem Schlosser oder Maschinenbauer, der das quasi eigens für die Kapelle entwickelt hat, aus gestrahltem Edelstahl, so wie alle Stahlteile aus gestrahltem Edelstahl hergestellt sind. Und wenn man jetzt heute auf den Boden kommt, ist eigentlich das Schöne, auch aus unserer Sicht, dass das Projekt im Vergleich zu dem, was wir als erstes entworfen haben, vielleicht irgendwo weicher geworden ist, formal vielleicht nicht mehr ganz so stringent, wenn man es jetzt so im Sinne der Fotos fürs Architektur Hochglanzmagazin vielleicht sehen will, oder so wie wir es auf der Universität gelernt haben, wie man das macht. Aber man hat das Gefühl, die Kapelle, so wie sie dasteht, die passt zu dem heute. Das ist, wenn man die Hütten anschaut, das sind einfache Hütten, die da stehen. Die Landschaft wirkt intensiv und das Gebäude, so wie es gestaltet ist, passt zu dieser Landschaft. Es ist nicht perfekt. Die Betonarbeiten sind nicht perfekt im Sinne von vielleicht Sichtbeton, den wir nach Schweizer Qualität vielleicht kennen. Aber dennoch ist es einfach charmant und entspringt eben auch diesem Wort. Also auch wie die Details dann ausgeführt wurden. Natürlich mussten die Details auch an die Fähigkeiten angepasst werden. Es waren Details, die dann auch quasi interpretiert wurden mit dieser Schindelung, was auch für uns ein spannender Prozess war, dass man diese Schindeln auf die Schalung aufbringt in einer gewissen Verdrehtheit auch, die durch Lüftung auch ermöglicht. Und zum Innenausbau noch kurz 2 Worte, was uns da besonders gut gefällt, ist eben dieser Enthusiasmus, der sich dann schlussendlich entwickelt hat. Also der gesamte Dachstuhl und die Einbauten wurden aus
Haselfichte hergestellt, zwar nicht von ihrem Boden, aber aus 5 Kilometer Entfernung. Es geht noch im Sinne der Nachhaltigkeit, Regionalität und Nachhaltigkeit. Aber die Idee entstand aus, von einem Schreiner, der die Haselfichte aufgrund ihrer akustischen Qualitäten eigentlich auswählt. Also sogar der Dachstuhl, also die Sparren, die wir da sehen, sind aus Haselfichte gefertigt. Und das Besondere daran ist, dass die Haselfichte normalerweise für den Instrumentenbau verwendet wird. Also die Gitarren, Geigen, die Resonanzkörper von diesen Instrumenten werden aus diesem speziellen Holz aufgrund des speziellen Wuchses verwendet. Und ja, also mir persönlich ist es viel zu laut da drin in der Kapelle, wenn die Glocke läutet. Man kann die Glocke von innen läuten. Den Kindern macht Spaß. Und ich glaube, es hat schon eine eigene Resonanz. Das Glockengeläut dringt dann über dieses Holzgeflecht nach außen. Und was sich dann auch noch als Idee quasi von den Wirbörnern entwickelt hat, war zwischen diesen eng liegenden Sparren diese Zwischenräume zu nutzen und hier Sterbebilder anzubringen. Also Bilder von Personen, Leuten, die am Wirboden oben eine Hütte hatten oder sonst irgendwie eine Verbindung hatten. Es ging dann so weit, dass schlussendlich darum gestritten wurde, wer zwischen diesen Sparren hängen darf. Ist schon voll, oder? Ist schon voll. Aber ich glaube, der Markus und ich bekommen da auch noch unseren Platz. Wenn uns mal das Zeitliche segnet, hängen wir auch mal da oben als Ehrengäste, sozusagen. Das ist dann unser Lohn für die Arbeit. Ja, was ich zusammengefasst habe, jetzt ist ein Prozess über 3 Jahre. Wir stellen dann immer eine ganz schwierige Rechnung an. Das Gebäude hat 6 Quadratmeter Nutzfläche, durch 3 Jahre geteilt, sind ein halbes Jahr Planungszeit pro Quadratmeter Nutzfläche. Ein Luxus, den man in heutiger Zeit fast nirgends mehr hat. Oder, Markus? Ja, danke. Zum nächsten Projekt. Wieder ganz was anderes. Das ist eigentlich das Schöne auch im Moment, dass wir total unterschiedliche Projekte haben. Also nach wie vor. Und das ist der Kunstraum in Kassel. Der Kunstraum entsteht an der Kunsthochschule in Kassel. Das ist eigentlich ein sehr schöner Bau aus den 60er Jahren von Posenenske. Der ist auch denkmalgeschützt. Und die Kunstuniversität liegt da an der Fulda und es ist einfach ein sehr schöner Ort zum Studieren mit einem schönen Außenraum. Und da war eben die Aufgabe, um für die Studenten und auch andere einen Ausstellungsraum zu schaffen, der flexibel nutzbar ist. Das Bestandsgebäude an sich ist eben dieser Bau von Posenenske. Er ist charakterisiert in gewisser Weise von dieser klaren Rasterung, ein sehr klarer Baukörper, der diese Struktur hat, die uns einfach überzeugt hat, als wir da waren beim Hearing. Die Materialisierung ist sehr direkt, sehr roh und es passt einfach so gut zu dieser Kunsthochschule, weil man da drinnen einfach eine gewisse Freiheit hat, auch sich zu entfalten und zu gestalten. Was man hier sieht, ist, das Schwarz ist also der Neubau, die Halle, die wir planen und jetzt bauen. Und rundum das Holzmodell, das ist der denkmalgeschützte Bereich von Posenenske, der Bestand. Und das Baufeld ist sehr beengt. Man sieht es hier im Modell, es war knapp zu allen Seiten, da das Raumprogramm unterzubringen. Und uns war einfach wichtig, dass wir diese klare Struktur weiterführen, die der Bestand uns vorgibt, und das eben interpretieren und zeitgemäß umsetzen. Man sieht hier links den Grundriss oder den Lageplan. Der Baukörper ist einfach 1:2, ist ganz klar durchgerastert, hat 2 Freiräume, einer links, einer rechts.
Der links ist so dieser Ankunftsbereich zur Halle, wo man reingehen kann. Und rechts ist eine Art grüner Innenhof mit dem Baumbestand, der einfach einen anderen Charakter hat. Das Gebäude öffnet sich zu allen Seiten, gleichberechtigt in gewisser Maßen und bietet so einfach einen offenen Kunstraum. Wie vorhin kurz erwähnt, der Raum soll flexibel nutzbar sein für eben Ausstellungen, für Vorträge, als Arbeitsraum für die Studenten in unterschiedlichen Gruppen, Gruppengrößen einfach nutzbar und abtrennbar, und auch parallele Nutzungen sollen möglich sein. Das ist das ein Rendering vom Wettbewerb, also von der Abgabe. Und hier sieht man wieder diese klare Struktur, die einfache Materialisierung, wie im Bestandsgebäude, also auch ein direkter Ausdruck der Materialität. Und unten eben diese Offenheit nach außen zu allen vier Seiten. Und oben, da haben wir irgendwann mal im Wettbewerb gedacht, es wär cool, wenn wir da so Linsen einbauen, die wir einfach durch die Wand stecken und da ein diffuses, ein angenehmes Licht in den Raum reinkriegen. Und weil wir eigentlich gedacht haben, wir gewinnen sowieso nicht. Weil ja, das Teilnehmerfeld war recht gut und unser Ziel war. Eigentlich wollten wir nur irgendwie in die Preisränge kommen. Genau, das war so das Ziel. Dass wir gewinnen, hätten wir nie gedacht. Nee, und dann kam eben der Anruf, ja, ihr habt es gewonnen, und unsere erste Sorge war gleich, oje, wie machen wir das mit diesen Linsen? Nochmal einen Schritt zurück, da sieht man eben diese Ansichten mit oben diesen, ich glaube, wir haben, keine Ahnung, 1200 Linsen damals vorgeschlagen, die sich einfach komplett wie ein Kranz um das gesamte Gebäude ziehen und das Gebäude eben von innen belichten. Ja, dann haben wir versucht, dieses System mit diesen Lichtlinsen weiterzuentwickeln. Als allererstes haben wir mal die Anzahl reduziert, weil die Kosten natürlich auch nicht zu vernachlässigen waren für diese Dinge. Der Aufbau ist ganz, ganz einfach. Es gibt im Prinzip eine Massivholzplatte aus 30 cm und da rein werden von außen einfach diese Lichtlinsen gesteckt. Und zuerst war es ja auch schwierig, jemanden zu finden, der die überhaupt mit uns entwickelt. Und wir haben, genau, ich glaube, im deutschen Raum oder im europäischen Raum alle großen Glasfirmen irgendwie kontaktiert. Und schlussendlich sind wir doch wieder in Vorarlberg gelandet. Genau. Mit Glas Marte, also einem ansässigen Unternehmen. Zum Glück muss man sagen, eigentlich aus unserer Sicht jemanden gefunden, der sich dazu bereit erklärt hat, das mit uns anzugehen. Genau. Links sieht man jetzt, das war natürlich ein Fassadenschnitt gefordert beim Wettbewerb, den sieht man links, der war noch recht einfach dargestellt. Wir hatten es schon abgestimmt mit dem Bauphysiker, der meinte auch, es müsste schon ungefähr funktionieren. Und rechts sieht man dann schon so einfach eine weitere Entwicklung dann nach dem Wettbewerb, also im Prozess. Das Gelbe ist eben dieses Brettsperrholz mit 30 cm. Dann hat es unten, sieht man meinen Cursor. Dann hat es unten eben so ein Falz und dann wird einfach dieses gesamte Ding wie so eine große, wie nennen wir es immer, Patrone reingeschoben von außen und verfugt. Und in dem Bereich gibt es eine Dichtlippe. Und das Blaue außen ist eben das Glas. Und da gibt es noch einen Reflexionskörper eben aus Aluminium. Dann haben wir Versuche gemacht, was die Form angeht. Man sieht links die Erleichterung des Architekten mit dem ersten funktionsfähigen Prototypen.
Genau, also die Prototypen, die wurden eben mundgeblasen in Tschechien. Die Produktion, da sehen wir nachher noch ein paar Bilder, die erfolgt dann mit der Pressung, weil es irgendwann wird das Mundblasen einfach zu teuer, aber für den Prototypen war das einfach die beste Variante, da unterschiedliche Formen auszuprobieren. Ja, links sieht man das 1:1 Modell, wo wir eben diese unterschiedlichen Formen ausprobiert haben. Geeinigt haben wir uns dann auf die mittlere. Die ganz links, die haben uns nicht so gut gefallen, die schauen so ein bisschen aus wie Weinflaschen und wir finden einfach die mittlere, ja, die hat uns überzeugt. Und da sieht man eben nochmal diesen Massivholzaufbau mit der Hinterlüftung und der Sägeraum, schwarz lasierten Fassade. Rechts zwei Bilder von der Produktion in Tschechien. Oben eben, das ist jetzt schon dieses Pressverfahren, eigentlich während des Videos. Okay, nicht. Und unten, wie das Glas dann quasi entspannt wieder wird nach der Pressung. Ja, hier sieht man dann das Ganze. Wir haben eben reduziert auf circa 800 Stück. Ich glaube, 860 Stück sind es. Rechts, die sind dann im Prinzip so geliefert worden in die Werkstätte des Zimmerers. Und der hat dann, wie man links sieht, einfach in diese vorgefrästen Massivholzplatten sämtliche von diesen Lichtlinsen eingeführt und dann verfugt. Hier sieht man schon ein paar Bilder von der Baustelle, wie das Ganze dann eigentlich in 3 bis 4 Tagen wurde die Halle im Wesentlichen aufgestellt. Und ja, das ist ein recht aktuelles Foto jetzt schon aus Kassel, das ist der Stand. Momentan werden gerade die Fenster eingebaut und ja, wir haben wirklich Freude, dass wir das Projekt so in der Art jetzt auch realisieren können, weil es auch ein recht weiter Weg war, bis das Ganze eben ins Laufen gekommen ist. Ja, und das letzte Projekt, das wir heute haben, ist das Strandbad Lochau, ein Projekt, das eigentlich ganz frisch ist, wo wir den Wettbewerb 2018 gewonnen haben und das letztes Jahr realisiert wurde. Nee. Auch das ist eigentlich ganz ein spezielles Projekt, aufgrund seiner speziellen Lage, seiner speziellen Nutzung als Badehaus direkt am Bodensee. Also so oft kann man im Vorarlberg nicht am Bodensee bauen, wer das darf, ist eigentlich privilegiert. Das ist genau Lochau, ist genau zwischen Lindau und Bregenz eigentlich. Also genau, also die teuersten Lagen, die man in Vorarlberg haben kann eigentlich, was die Grundstückspreise angeht, kann man sagen. Ja. Und da durften wir das Strandbad bauen. Das sollte aber auch trotz der teuren Lage nichts kosten, oder? Genau. Also es war also auch aufgrund der Nutzung eigentlich für uns ein sehr spannendes Projekt, auch wie wir das dann umsetzen konnten. Das bestehende Strandbad in Lochau stammt aus den 60er Jahren. Wir haben jetzt vorhin gerade ein Bild gesehen, das, wenn ich nochmal zurück darf, das ist so der Bestand eigentlich. Sehr einfach gebaut. Das, was man braucht, ist da quasi. Ansonsten gibt es nichts. Vom Standard her sehr viele Stammgäste. Das ist auch irgendwo eine spezielle Geschichte, die es für uns dann ab und zu auch nicht einfacher machte. Also die etwas gewohnt waren. Und wenn man etwas gewohnt ist, dann gibt man das nicht mehr so gerne auf. Und das Schöne eigentlich ist die Lage so zwischen See und Landschaft. Und das macht irgendwo das Spezielle auch an diesem Projekt aus. Also ein Gebäude, das eine Landseite hat und eine Seeseite hat, das nur im Sommer genutzt wird, für Umkleiden, WCs, Kiosk, wie man das kennt,
wo es Pommes frites gibt, Burger, Cola, Fanta und Mineral, große Bier. Also eigentlich auf den ersten Blick sehr einfach. Ja, unsere Antwort darauf, auf diese Aufgabe war quasi, der Bestand musste aufgrund des Alters entfernt werden und der Neubau sollte diese Funktionen unter einem Dach vereinen. Unsere Antwort war eben ein weit spannendes Dach, ein Gebäude, ca. 60 Meter lang, das von einem leichten Dach überspannt wird, in dem die Umkleideräumlichkeiten auf der einen Seite und die Kiosk- und Terrassenbereiche auf der anderen Seite sind. Also vom Raumprogramm her sehr einfach. Und uns war es eigentlich ein Anliegen, dass wir ja auch im Prinzip diese Einfachheit auf der einen Seite in gestalterische Ebene in das Gebäude übersetzen, als auch in die Konstruktion. Dass wir insgesamt ein Gebäude machen, das diesen Charakter, den man kennt von älteren Badehäusern am Bodensee, die sehr einfach gebaut sind, die so eine Leichtigkeit ausstrahlen, einen gewissen sommerlichen Charme, eine Unbeschwertheit. Das war eigentlich so der Grundgedanke, den wir übersetzen wollten. Und das mit dem Strandbad ist eigentlich aus sehr einfachen Teilen konstruiert, ist schlussendlich oder im Prinzip arrangiert, ist irgendwo zu übersetzen. Also was sehr prägend ist für das Gebäude, ist natürlich diese horizontale Ausdehnung mit knapp 60 Metern in der Länge, dass wir durch ein vertikales Element ergänzt haben. Man sieht es auf dem Dach, ein Dachreiter, der sowohl see- als auch landseitig irgendwo auch ein Zeichen setzt, das in die Weite strahlt, das Gebäude an seinem Ort verankert und dennoch eine Signalwirkung auch hat, dass die technischen Gerätschaften des Gebäudes unterbringt, auf sehr einfache Art und Weise, dass wie man dann auch später auf den fertiggestellten Bildern sehen, eben mehrere Funktionen auch in sich vereinigt. Also prinzipiell so der Aufbau sehr einfach, Mauerscheiben, die landseitig das Gebäude einfassen, die den Besucherstrom irgendwo leiten. Es führt ein sehr stark befahrener Radweg an der Anlage vorbei, entlang des Bodensees, sehr beliebt. Dementsprechend auch sehr viel los. Auch das alte Gebäude hat daran eigentlich hauptsächlich gekrankt, dass zu wenig Platz war für Besucher, sich vor dem Gebäude aufzuhalten. Wir haben darauf geantwortet, dass wir das Gebäude Richtung See eigentlich verschoben haben. Und wie gesagt, ein Anliegen war uns, dass wir das Gebäude so einfach und unmittelbar wie möglich gestalten. Es hat sich dann spätestens bei der Bauverhandlung herausgestellt, dass das alles gar nicht so einfach ist. Also in Österreich gibt es die Ziviltechnikerprüfung als quasi, wenn man sich als Architekt selbstständig machen muss. Ein Klassiker davon ist, sie bauen an einem See, an der Bahn. Und zählen Sie bitte auf, wie viele Beteiligte Sie in diesem Behördenverfahren benötigen. Ich glaube, mit dem Strandbad auch haben wir da alles gesprengt. Insgesamt waren da 20 verschiedene Behörden und Beteiligte daran beteiligt. Also für uns war das eine spannende Herausforderung. Und es hat sich auch herausgestellt, dass einfach bauen irgendwie dann irgendwann doch gar nicht so einfach ist, weil man ist dann in gewissen Denkmustern eigentlich verhaftet. Also man spürt so quasi im Entwerfen, man wünscht sich eigentlich schon sehr lange ein einfaches Haus zu bauen, das nur im Sommer benutzt wird, also keine Dämmung. Die Details können so gemacht werden, es darf auch mal reinregnen in das Ganze. Und schlussendlich ist es aber gar nicht so einfach, weil wir sind gewohnt, Häuser zu bauen, die eben dem Anspruch gar nicht entsprechen eigentlich. Und man muss sich auf das auch zuerst einstellen und spürt dann eigentlich schlussendlich in den Details das, was man sich zuerst erhofft hat. Das zeichnet man ganz schnell raus, da macht man jetzt keinen großen Ding draus. Das funktioniert eigentlich trotzdem nicht.
schlussendlich ist dennoch ein Gebäude entstanden, das irgendwo, sage ich mal, diesem Anspruch, den wir gehabt haben, daran, dass wir diesen, ein sehr leichtes Gebäude erzeugen, das eben diesen sehr, sehr unbeschwerten Charme eigentlich auch verspürt, glaube ich, ist dennoch gelungen, also mit einer sehr filigranen Holzkonstruktion. Es ist interessanterweise etwas, das sehr oft eigentlich, dass wir zu hören bekommen, oder dass die Holzkonstruktion jetzt so das Dach, das weit spannende Dach, so feine Dimensionen hat, dass man, dass sehr viele Kollegen auch fragen, wie das überhaupt funktioniert. Wir haben zum Glück die Statiker mit mir jetzt gleich gehabt, die das durchgerechnet haben und sollte dann auch hoffentlich halten. ja, schlussendlich das, was jetzt dasteht, aus unserer Sicht, vermittelt es irgendwo diesen Charme eines einfachen Gebäudes, eines sommerlichen Gebäudes, das dennoch auch von einer sehr durchdachten und feinen Gestaltung auch lebt in der Texturierung als reiner Holzbau mit dem Fischgrätmuster, das sich über die Fassade drüber zieht, sowohl beim Kiosk als geschlossene Schalung, als auch bei den Umkleidebereichen als offene Schalung, die natürlich auch der Durchlüftung auch dient. Wir sehen es da im Detail noch einmal, der Dachreiter, der quasi aus verzinktem Stahl und Lochflächen gebaut wurde, mit einer Beschriftung versehen, die auch in die Weite hinausweist. Eine sehr einfache Materialisierung, also wie gesagt, keine Dämmungen, Abdichtungsebenen so weit wie möglich reduziert bis auf das Dach. Und generell eine Anlage, ja, die aus unserer Sicht diesen vermittelnden Charakter zwischen See und Landschaft irgendwo zu erfüllen mag. Ja. Eine Besonderheit vielleicht zur Dachkonstruktion, wir haben zwar gesagt, die Anspielung bringen wir nicht, oder mit dem Schmetterling, der sanft auf der Wiese gelandet ist. Ja. Das war, haben wir uns zu keinem Zeitpunkt des Projektes gedacht. Oder? Eigentlich nicht, ne? Aber es passt irgendwie doch. Aber es passt. Na, jedenfalls ist das Dach so konstruiert als Schmetterlingsdach, also was auch die Entwässerung vereinfacht. Das ganze Dach ist nach innen geneigt. Eine durchgehende Rinne, quasi über diese 60 Meter lang, Entwässer zu beiden Seiten. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass im Prinzip durch das ganze Gebäude ein Rückgrat führt, sowohl konstruktiv als auch funktional, wo die Installationen, Elektroinstallationen so weiter geführt wurden. Und das Dach als Balkenlage aufliegt auf Trägern, die über die gesamte Länge durchgehen und durch Brettsperrholzscheiben, die dieses Rückgrat eigentlich auf quasi erstellen, ausgesteift wird. Ja, und da jetzt das letzte Foto vom Vortrag. Rechts ist prägend und der Pfänder. Also das Schrammbad liegt wirklich sehr schön. Man würde eigentlich in Strandbad Bregenz gehen, so, aber das Strandbadloch liegt eigentlich, ich hoffe, es hören keine Bregenzer zu, viel schöner, wenn man, oder eigentlich schon, wenn man auf Bregenz rüber sieht. Und es ist einfach, ehrlich gesagt, war ich beim Hearing auch das erste Mal da, aber es hat echt eine doch sehr schöne Atmosphäre. Und man darf sich vom Foto nicht täuschen lassen, das Publikum hat sich nicht verändert. Es sind quasi engagierte Models, oder, die wir jetzt sehen. Also es sind immer noch die Stammgäste, die wir quasi im ersten Bild sehen, die ihr Gebäude dankend angenommen haben. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Darf ich was sagen? Es liegt ja auch schöner, weil man vom Bad in die Schweiz schaut. Das stimmt, ja. Das ist, muss auch gesagt sein. Man sieht weiter nach Westen.
Genau. Ist ein Linder was noch? Ja, vielen Dank für den guten Vortrag, der Ihnen euer junges Werk noch gezeigt hat. Und ich meine, es ist ja wirklich interessant, weil ihr auf der einen Seite die Bürde der Tradition von Vorarlberg natürlich auch irgendwo auf euren Schultern lastet. Aber ich würde so, in meiner Einschätzung, seid ihr so die dritte Generation der Vorarlberger Architekten, Architektinnen, die quasi die ihre Duftmarken jetzt hinterlassen. Und das ist ganz interessant. Also so jetzt auch im Duett, wie ihr euch quasi gegenseitig euch die Welt zugeworfen habt, klingt das alles so, ja, so selbstverständlich, aber es steckt natürlich enorm viel Arbeit und auch ja, so iterative Prozesse mit drin. Ich würde vielleicht eine Frage gleich mal am Anfang reinstellen, was ja total faszinierend ist, dass ihr in Kassel letztendlich in das graue Kassel diesen Import des Holzes quasi reinbringt und wirklich die Qualitäten des Holzes in all seinen Facetten da auch in der ganz klaren Struktur jetzt da auch bauen werdet. Also es sieht total spannend aus. Und auf der anderen Seite am Patschakofel, da oben, da bin ich jetzt mal so der Kritiker, wo man natürlich mit komplexen Baukonstruktionen am Berg ja auch zu tun hat. Und wir haben das ja auch hier schon mit Studierenden, haben uns auch schon mit so Bergdingen auseinandergesetzt, wo man ja auch versucht zu erklären, wie man vielleicht am Berg baut, wie der Aufwand ist. Und was mich so ein bisschen auch nachdenklich macht, ich meine, ich kenne die Situation, dass ihr auch ein flaches Dach gewählt habt, wo ja der Schnee ein Riesenthema ist auf dem Berg. Könnt ihr da nochmal irgendwie was dazu sagen in dem Diskurs, warum ihr das so gewählt habt? Und war das für euch bewusst der Ausdruck, auch dann zu sagen, jetzt kommen wir aus dem Vorarlberg mal raus, jetzt haben wir die Chance, da in Innsbruck im Prinzip da auch anders zu bauen, weil ihr hättet es ja auch in Holz oder auch modular oder auch anders in der Vorfertigung denken können. Oder war das überhaupt nie zur Diskussion gestanden? Ja, wie gesagt, der Vorwurf wurde uns ja quasi gemacht, warum wir keinen schönen Holzbau machen können da in Innsbruck. Aber ich glaube, das Thema war, ist, dass wir im Prinzip auch dafür die Aufgabe das richtige Material gesucht haben. Und die Stationen in der Form, wie wir sie konzipiert haben, in Holz zu konstruieren, wäre aus unserer Sicht wahrscheinlich schwierig geworden eigentlich. Weil uns eben die Abstraktion der Baukörper im Verhältnis zu ihrer Landschaft eigentlich, also das war der Grundgedanke. Das konnten wir eigentlich nur über diesen Baustoff Beton eigentlich realisieren. Natürlich sind wir auch froh, wenn wir mal was anderes machen dürfen. Ja, aber interessant ist ja, dass Davos besteht ja aus Flachflächen. Davos ist also 800 Meter über Schnee und das schneereichste Gebiet in der Schweiz, also im Kanton Fürth. Und das Flachdach hat natürlich den großen Vorteil, dass ich keine Schneerutsche habe. Dass der Schnee bleibt auf dem Dach. Also ich verstehe das sehr, dass ihr auch in der Dialektik zu den vitalen Bergen so quasi wie einen ruhigen Horizont auf diese Spitze legen wollt. Das ich habe jetzt, ich verstehe das jetzt sehr, aber ich finde natürlich, dass eine berechtigte Diskussion, oder? Und das Davoser Flachdach hat ja dann sogar noch die Entwässerung über die Mitte, das Gebäudezentrum entwickelt, damit es nie Eiszapfenbildungen gibt. Und ihr habt ja immer viel Publikum um die Bahn. Also, versteht ihr? Aber ich muss ja bald gehen, leider. Darf ich euch noch etwas fragen? Das interessiert mich natürlich, weil ich komme ja aus dieser ursprünglich, oder mindestens meine Familie, ich nur noch so wirklich kurz aus dieser Region und da gibt es ja diese Ambivalenz zwischen eben dieser Liebe zur Archaik, aber natürlich auch das katholische Milieu. Und das katholische Milieu ist ja opulent. Bei eurem Werk, finde ich, vereint sich auch dieser, nicht Widerspruch, aber diese beiden Seelen, die in einem stecken, oder diese Lust auch der Opulenz. Und ich finde, eure Details sind ja auch von Kassel bis zu anderen Dingen, die ihr natürlich entworfen habt oder erdacht habt, da steckt nebst der Archaik auch ein bisschen die Lust am Schönen, am Fügen, am Kreieren, am Ornament.
Ja, das ist etwas, was, glaube ich, als ich vielleicht auch in einem Haus für Julian Börn so in der Arbeit sich auch so für uns das erste Mal herausgestellt hat, ist eben die Lust daran, etwas zu bauen, das nicht nur über die Funktion erklärt werden kann, sondern auch Qualitäten, sage ich mal, irgendwo auch emotionale Qualitäten erfüllen kann. Ist es vielleicht das auch, was ja auch im Vorarlberg, wenn man mit dem Hermann Kaufmann zum Beispiel diskutiert, der ja viel reduzierter, viel archaischer versucht, natürlich auch solche Dinge meines Erachtens zu diskutieren, dass das auch etwas ist, was euch auch wiederum vielleicht auch markiert, jetzt auch als Generation oder auch als Typen, die letztendlich auch dieses Ornament, was Meinrad gerade angesprochen hatte, ja in vielen Werken dann auch zum Thema macht, also bis hin auch zu diesen Glaspullaugen, die er jetzt auch in Kassel baut. Das ist ja Ausschnittornament. Das ist ja versucht, dann quasi auch damit zu arbeiten. Ist das etwas, was für euch letztendlich auch wichtig ist, um sich da auch zu positionieren? Als wir studiert haben, da hat es natürlich geheißen, teilweise auch berechtigt, die Vorarlberger machen nur Holzkisten, so ungefähr. Also das haben wir uns ja öfter in Wien anhören müssen. Und, vielleicht hat sich schon daraus auch so ein bisschen was entwickelt, dass wir da versuchen, doch einen Aspekt mehr reinzubringen oder einfach einen Schritt weiter zu gehen und dem einfach was über das, wie der Sven schon gesagt hat, einfach über das rein Funktionale raus zu geben. Einfach mehr, ja. Ich glaube, was schon auch eine Rolle spielt, ist, dass wir als quasi ja, dritte Generation nicht mehr darum kämpfen müssen, dass wir solche Details bauen können. Mhm. Also es ist ja teilweise so, dass die Handwerker, sagen wir mal, die Guten, schon auch mit gewissen Forderungen teilweise schon auch auf einen zukommen, dass man sagt, ja, habt ihr da nichts Besseres oder was Schlaueres. Also im Prinzip haben wir uns irgendwo, man setzt sich als zumindest unsere Generation in ein gemachtes Nest, wo man sich, sage ich mal, bis zu einem gewissen Maß eigentlich alles wünschen kann, was man will. Oder? Und das ist auf der einen Seite ist das eine große Freiheit und auf der anderen Seite bringt es dann andere Probleme. Aber zumindest man hat nicht diese Belastung im Kopf, dass man denkt, okay, ich würde jetzt das gerne mal so und so und so machen, aber wer baut mir das jetzt? Sondern ich weiß, bis zu einem gewissen Grad. Ich finde jemanden, der das mit mir zusammen entwickelt und das auch baut. Mhm. Und ich glaube, das hat auch einen wesentlichen Einfluss auf den Arbeitsprozess. Wenn man mit so Fassaden wie jetzt bei dem Haus für Julia und Björn, da gab es dann natürlich auch im Dorf am Stammtisch die ersten Wetten, wie lange hält die Fassade, die ist in 2 Jahren verfault, oder? Weil sie einfach nicht dem entspricht, wie man eine Fassade, sage ich, konventionell konstruiert. Ja, jetzt ist sie 6 Jahre alt, sie hält immer noch. Wenn man da mehr Gegenwind bekommt bei solchen Sachen, dann überlegt man sich das natürlich schon zweimal, oder? Wenn man sich da zu weit hinauslehnt, würde ich sagen. Ja, gibt es denn Fragen aus dem Publikum oder haben wir irgendwelche Fragen, die im Chat gestellt wurden? Lisa? Der Chat ist bisher leer. Wir hatten, glaube ich, eine Handhebung. Möchte jemand aus dem Publikum direkt was fragen, dann bitte. Jetzt kommt keine Frage. Dann würde ich. Wir haben eine Frage. Guten Abend. Bitte. Eleni und Steffen hier vom Fachgebiet Gebäudelehre. Wir haben eine Frage oder eine ja, erstmal vielen Dank für den sehr persönlichen Vortrag. Das hat uns sehr imponiert. Wir haben aber eine Frage, ob man es nochmal vielleicht präzisieren könnte, die Aussage bezüglich der Nachhaltigkeit in der Gestaltung. Also beispielsweise die Fassade zum Haus für Björn und Julia, glaube ich, war es. Da ging es ja um die Frage, inwieweit man das wiederholen könnte. Und so wie wir das ein bisschen verstanden haben, ging es ja euch auch um so eine schon eine Kontextualisierung im Sinne eines regionalen Bauens. Jetzt ist es aber doch so, dass regionales Bauen durchaus dadurch sich entwickelt, dass eben gewisse Details oder gewisse Arten, eine Fassade zu errichten,
sich wiederholt. Und da würde uns interessieren, warum ihr euch das dann ablehnt, wenn ihr von Nachhaltigkeit im Sinne auch von Gestaltung und Material spricht. Naja, abgelehnt haben wir es nicht, oder? Dass man diese Fassade wiederholt. Meistens war es so, dass man, was soll ich sagen, also uns stört es nicht, wenn man sie wiederholt. Es gibt auch einige Beispiele, wo man das auch schon gebaut hat. Man muss sich aber dem bewusst sein, eine quasi, was der Fassade zugrunde liegt, und das habe ich mit dem ansprechen wollen, diese Diskussion, wann ist sie verfault, ist die Verfügbarkeit des Materials und dass man damit leben kann, dass diese Fassade auch irgendwann kaputt ist. Und da muss ich sie neu machen. Also ich kann im Prinzip nicht guten Gewissens jemandem sagen, mach das auch, wenn du willst, dass die Fassade in 20 Jahren noch genau gleich ausschaut. Weil das weiß ich, dass das nicht funktioniert. Ja, und der Kontext, es geht auch um den Kontext, oder? Ja, wo die Fassade ausgeführt wurde, das hat einen Grund, warum die Fassade genau so da ausgeführt wird. Das hat einfach einen kontextuellen Grund. Erstens diese, wer sind die Bewohner, was sind für bürgerliche Häuser in der Umgebung und so weiter. Also, ja. Klar kann man es irgendwo machen, aber es hat halt nicht diese Berechtigung wie an dem Ort, wo es jetzt ist. Also geht es auch wahrscheinlich euch um eben auch um die Bewohner und eben diese Charaktere, für die ihr da gebaut habt, einfach. Also eben einfach diese, diesen Bezug zum Besitz auch ein Stück weit, der dann da ist. Also mit dem Bruder, der eben an Holz einfacher herankommt als andere Personen. Und deswegen das dann durchaus dann auch eine Inszenierung des eigenen Selbst vielleicht auch ist. Ja, auf jeden Fall. Gut, Dankeschön. Eleni hat noch eine Frage, und zwar, was war eure Antwort auf bei der Anekdote? Stimmt. Was war die Antwort auf die Frage, warum nicht verschindeln? Es gibt eine Antwort, da liegt immer eine öffentliche. Gibt es eine Antwort? Naja. Ja, die dürfen wir nicht öffentlich sagen. Die dürfen wir nicht öffentlich sagen, leider. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank euch. Danke, ciao. Vielleicht von mir mal noch eine Frage. Ihr seid jetzt noch ein junges Büro, habt aber schon jetzt einige Jahre Erfahrung, habt auch schon viele unterschiedliche Maßstäbe jetzt bearbeitet, und ihr habt so einen schönen Satz auch, ja, wir gehen jetzt so auf die Belange der Nutzer ein. Aber jetzt hat sich für euch so in den 8 Jahren, die ihr jetzt ja quasi auch schon auf dem Buckel habt, und jedes Projekt hat ja eine Entstehungszeit, wie ihr ja gesagt habt, 2 Jahre, 3 Jahre, auch mehr Jahre, hat dieser Diskurs oder auch diese Auseinandersetzung, die ihr ja leibhaftig auch hier mit der Genossenschaft auf dem Berg zum Beispiel erlebt habt, hat es eure Arbeit verändert jetzt im Prozess der letzten 8 Jahre? Seid ihr noch so, oder habt ihr das Gefühl, ihr seid unbedarft am Anfang rangegangen und reflektiert heute mehr vielleicht das, was euch von außen dann auch kommt? Weil ihr habt ja auch Projekte wie in Innsbruck, wo natürlich Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeit ein Thema ist. Kann man da so nach den wenigen Jahren, die ihr jetzt ja quasi erst auf dem Buckel habt, schon etwas merken in eurer eigenen Arbeit? Oder wie seht ihr das heute mit dem Rückblick? Ich meine, es verändert sich schon natürlich. Am Anfang ist man sehr viel unbedarft. Ich glaube, wir hatten bisher das Glück, dass wir noch nie wirklich eine auf die Nase bekommen haben mit dem, was wir machen, oder? In den letzten 8 Jahren. Tschakowl war ganz knapp dran. Aber sonst ist bisher eigentlich alles immer wieder irgendwie gut gegangen. Natürlich ist man, umso mehr Erfahrungen, das man bekommt, umso also ist man einfach nicht mehr so, vielleicht nicht mehr so locker auch in seiner Arbeit. Oder? Also dass man jetzt nicht jeden Schmalen sofort macht. Oder? Aber ich glaube, das ist auch etwas, das uns auch irgendwo, sage ich mal, immer leitet, ist dieses ständige Hinterfragen von dem, was wir machen. Also es ist nicht so, dass man einfach jetzt denkt, irgendeine Idee, die einem in den Kopf springt, die jetzt einfach umgesetzt wird, sondern es war auch am Anfang schon so, dass man immer alles stark hinterfragt hat, ist das die richtige Antwort auf die Aufgabe? Ja, ich frage das ja auch mal, wir haben ja auch
natürlich das Gros der Zuhörer sind Studierende, die natürlich auch letztendlich diesen Erfahrungsschatz von euch ja dann auch mit aufsaugen. Und wir waren ja auch vor 1,5 Jahren auf eurer Kapelle oben und das war ein wahnsinnig schöner Morgen. Also das Foto, das wir, was ich noch im Auge habe, das war noch viel besser als das, was ihr gezeigt habt. Das war alles grau im Prinzip. Also die Sonne ist so langsam aufgegangen, der Berg im Schatten. Und es war sehr kontextuell und man hat auch gemerkt, dass die Haptik natürlich ein Thema ist. Wir waren natürlich viele, das heißt, der Kirchenraum war immer schnell vollgestanden. Aber was mich da fasziniert hat, dass ihr natürlich auf einem absoluten Low-Budget-Projekt, wo ihr selbst ja quasi auch euren Glauben damit eingeworfen habt, trotzdem im Diskurs, muss ich sagen, hat sich die Kapelle, das kannte ich nicht, den Werdegang hat sich verbessert, meines Erachtens. Also es ist genauso, wie ihr es selbst auch gesehen habt. Und es ist ja doch ganz anders geworden, in großen Teilen, wie das Ursprungskonzept. Und das ist natürlich schon so eine Sache, wo man natürlich auch im Diskurs mit einer gewissen Haltung, aber auch mit dem Respekt vor der Auseinandersetzung dann doch sagen kann, dass so ein Prozess unwahrscheinlich hilfreich ist. Oder würdet ihr das auch so sehen? Ja, auf jeden Fall. Also bei so einem Prozess, da lernt man extrem viel. Also sowohl was den Prozess angeht, den architektonischen, dann natürlich auch den Umgang mit diesen vielen unterschiedlichen Beteiligten. Ich glaube, das ist auch was man so nicht unterschätzen darf als Architekt. Der Umgang mit Bauherren, mit später dann natürlich mit Projektbeteiligten, mit Handwerkern und so weiter. Da braucht man halt oft auch so das gewisse Gefühl, einfach gesagt. Einfach wie man die Leute motivieren kann für die richtige Sache. Und ich glaube, auch diesbezüglich war das ein wichtiger Prozess. Oben am Wirboden, da haben wir recht viel mitgenommen, einfach auch wie das, ja. Ja, ich glaube auch. Der zwischenmenschliche Umgang einfach auch, ja. Und da ist auch heute noch gute Stimmung, oder? Seid ihr noch beste Freunde, die Genossen von ihr? Eigentlich schon. Ja. Ehrlich kann man schon sein, in dem Moment, wo man in diesem Prozess steckt, da denkt man sich natürlich auf weite Strecken jetzt, irgendwann habe ich mal die Schnauze voll. Aber wenn am Schluss quasi ein Projekt dasteht, wo man wirklich auch eine Freude damit hat, dann kann man ja das auch als positiven Aspekt aus sich herausziehen. Aber das ist ja, ich glaube, das ist etwas, was uns als Architekten ja tagtäglich eigentlich begleitet. Eben dieser Prozess des Vermittelns und des Redens. Ich glaube, das ist eigentlich fast ein Großteil von unserem Beruf. So, zumindest so, wie wir das im Prinzip. Könnte man da so als Hypothese anfügen? Wir hatten ja letzte Woche Peter Heimer, der quasi Projekte natürlich kommt aus dem Bayerischen Wald, letztendlich auch ein Typ, der auch in der Sprache, in der Kommunikation natürlich auch in der Region, auch nicht nur im Bayerischen Wald, auch in Oberfranken, in der Oberpfalz, auch einen Zugang hat. Und wir haben ihn auch gefragt, wie er das eigentlich schafft, letztendlich die Projekte auch aus kleinen Anfängen dann zu Dauerbeschäftigungen zu machen. Und da steckt natürlich auch etwas drin, was man so das Gefühl hat, dass er das Wesen der Menschen da auch versteht. Und jetzt, wenn ihr da oben dann quasi letztendlich mit diesen Genossen auf dem Berg steht, ich meine, da muss man natürlich, ich glaube, da ist es ein Vorteil, würde ich einfach mal sagen, ist auch so eine Erkenntnis, dass natürlich das Kontextuelle und das Regionale, was euch auch prägt, nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern auch vielleicht das Wissen um die verschiedenen Typen doch auch hilft. Kann man das so sagen, dass das durchaus etwas ist, wo ihr spürt, dass die Akzeptanz von der Architektur, die ja wirklich komplex und aufwendig ist, dadurch auch gefördert wird? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, also was wir jetzt auch gelernt haben über die Jahre, dass es ein riesiger Unterschied ist, ob wir jetzt hier in Vorarlberg arbeiten oder über die Grenze hinaus. Also natürlich ist es für uns viel einfacher, hier zu arbeiten, weil der Kreis sehr viel kleiner ist und so dieses gemeinsame, so dieser gemeinsame Pool quasi von einem Verständnis von Baukultur oder wie die Dinge so vonstatten gehen, natürlich sehr viel leichter ist, als jetzt das über die Grenzen hinauszutragen. Also das
spürt man schon, dass, also das so wie es jetzt, sagen wir mal, vereinfacht gesagt, wie es hier funktioniert, das kann man nicht einfach nehmen, 500 Kilometer weiter nochmal genauso machen. Und ist die Akzeptanz der Bauherren dann euch als Vorarlberger gegenüber dann einfach größer, wie wenn jetzt jemand aus ja, von außerhalb dann da plant? Kann man das, man, ihr habt ja da einen Einblick in die Region, weil die meisten sind natürlich aus dem Vorarlberg, die dort auch bauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Architekten von außerhalb im Vorarlberg überhaupt schon gebaut haben. Ja, ja, Peri Villa, oder? Peri Villa. Auch gerade. Das können wir dann fragen das nächste Mal. Sind ja auch Bergler. Ja, stimmt. Nee, es gibt schon, also also alles wird gut und so, die haben, es gibt schon welche, die hier auch größere Sachen bauen. Okay. Gut. Wir haben es natürlich nicht so einfach. Das ist schon so. Alles klar. Lisa, haben wir noch? Ja, eine Frage haben wir im Chat gerade noch, die knüpft da an das Bauen, nicht im Vorarlberg, Kunsthalle in Kassel oder Kunst auch in Kassel. Da gibt es die Frage. Einmal ist es ein öffentlicher Bau und dann, wie ist gerade die Zusammenarbeit mit den Firmen? Jetzt gerade, ihr konntet bei der Glaserei eine Vorarlberger Firma gewinnen. Wie war es bei den anderen Firmen? Konntet ihr da auch Firmen vorschlagen, mitbringen, empfehlen? Oder sind es tatsächlich lokale Firmen aus dem deutschen Raum, mit denen ihr zusammenarbeitet und vielleicht auch eine ganz andere Art der Zusammenarbeit? Kennenlernen, nicht mehr das Detail mit dem Bier von wo. Ja, also es ist ein öffentlicher Bau. Also das ist quasi von der, also vom Land Hessen quasi ist der Bauherr quasi. Und ja, wir haben, also glücklicherweise, der Holzbau ist aus Vorarlberg, also die Firma, die den Holzbau macht, ist aus Vorarlberg und alle anderen Firmen sind eigentlich von vor Ort. Für uns war es halt, also ich nehme an, das können auch Firmen von da, der Holzbau an sich ist nicht so schwierig, aber für uns war es halt einfach angenehm, dass die Firma vor Ort war, dass wir da einfach, die hatten auch diese Glaslinsen, die wurden quasi in der Holzbaufirma schon eingebaut und das war für uns natürlich sehr angenehm. Wir konnten da hinfahren, das anschauen und so weiter und dann ist es einfach quasi mit ich glaube, 3 LKWs oder sowas hochgeführt und aufgerichtet worden. Und ja, alle anderen Firmen sind aus Hessen, würde ich mal sagen. Und da haben wir schon festgestellt, dass es teilweise ein bisschen anders läuft wie bei uns. Ja, wir sind halt gewohnt, dass man halt, klar gibt es eine Ausschreibung und es gibt dann Preise und es ist halt einfach normal, dass man danach noch so ein, zwei Details so ein bisschen anpassen muss. Und da haben wir schon gespürt, dass da so die Bereitschaft, da mitzuarbeiten, war nicht immer da, sage ich mal. Ich meine, wir haben es jetzt auch eigentlich bei allen Gewerken hingekriegt. Aber wir haben uns da teilweise schon schwer getan. Das war vielleicht auch der schwerste Punkt für uns, weil wir im Prinzip, das unterscheidet sich quasi am meisten von unserer Arbeitsweise, dass man eigentlich Details im Prinzip ständig verhandelt. Bis das Gebäude fertig ist, wird es verhandelt eigentlich, als mit den Handwerkern. Und das, viele Details entstehen auch erst daraus, dass man sagt, im Prinzip, wir haben uns was ausgedacht und schauen uns mit demjenigen, der das ausführt, an, wie können wir das realisieren, und dann geht das hin und her. Und verbessern. Verbessern, eben Schritt für Schritt verbessern. Aber wenn ich eine Ausschreibung habe und da schon 100% wissen muss, was ich im Prinzip will, dann funktioniert der Prozess nicht. Und das ist etwas, das sich von unserer Arbeitsweise, glaube ich, so stark unterschieden hat, dass wir da jetzt am Anfang schon einige Zeit gebraucht haben, bis wir da hineingefunden haben. Ja, in Anbetracht jetzt der schon vorgerückten Stunde und habt uns jetzt auch viel Einblick in eure Werkstatt gegeben. Ist auch schön, dass ihr aus der Werkstatt berichtet. Also man sieht in medias res und mit der Erwartungshaltung auch, dass das Kasseler Projekt wirklich, ist ja auch ein
sehr spannendes Projekt in einem tollen Kontext mit dem denkmalgeschützten Gebäude drumherum, dann demnächst auch zu besichtigen sein wird, wenn man wieder Corona-frei im Land sich bewegen kann, von Bayern oder von Baden-Württemberg auch nach Hessen kann. Würden wir quasi jetzt den offiziellen Teil beenden. Vielen Dank euch beiden. Das war ein wunderbarer Einblick in euer schon jetzt sehr profundes Werk, aber auch die Arbeitsweise und die Art und Weise, wie ihr eigentlich auch eure ersten Projekte angegangen seid und der Intention mit dem Diskurs, aber natürlich auch mit diesen handwerklichen und einfach sinnlichen Dingen, die wir auch am Anfang angesprochen hatten. Ich glaube, es hat alle begeistert und ist auch eine große Anregung, da einfach den Gedanken mehr reinzugeben und auch den Schuss mehr Energie reinzugeben, weil rein betriebswirtschaftlich, da würde ich jetzt gar nicht fragen wollen, ist das alles natürlich eine Geiselnahme, die man da macht. Aber das ist auch ein Stück von unserem Beruf. Und ich finde es toll, dass ihr die Leidenschaft auch da reingegeben habt. Natürlich in dem tollen Umfeld, das muss man fairerweise sagen, was der Vorarlberg bietet, auch für junge Architekturbüros, wo auch die Akzeptanz und die Kultur der Menschen, das merkt man natürlich, weil der Vorarlberg ist ein relativ gated area, also ein relativ kleiner Bereich. Und wir versuchen ja hier auch in der Region den Schwarzwald ähnlich, und der Schwarzwald fährt ja in den Vorarlberg, dahingehend zu aktivieren, dass das natürlich Vorbildcharakter hat. Aber das ist natürlich viel größer, eine ganz andere Dimension. Das ist richtig gut und es hat uns viel Freude gemacht und es passt wunderbar in unsere Reihe rein. Und schon der angesprochene Peter Villa kommt ja auch noch, die Schweizer Kollegen. Und ich glaube, dass wir da wirklich sehr gut gewählt haben. Und alles Gute auf dem weiteren Weg. Wir erwarten noch viel von euch. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Vielen Dank.